Ja, wir haben, also es ist natürlich total super, dass wir es auch auf mehr Schultern verteilen können. Der Christian Engström vor 2 Jahren hat ja irgendwas Ähnliches durchgemacht, als er ins Europaparlament eingezogen ist für die Schweden. Und da hat sich natürlich alles auf eine Person konzentriert. Das war natürlich auch irgendwie blöd, irgendwie, weil man natürlich dann nur wirklich ein Gesicht hat. Und bei uns sind es eben 15 Leute. Viele von uns geben auch gerne Interviews. Und das ist eigentlich super, dass sich das auch ein bisschen verteilt. So. Ich habe in den letzten Wochen schon Interviews gegeben für mexikanische Journalisten, österreichisches Fernsehen, japanische Agentur, x verschiedene Medien in Deutschland. Also es kommt dann einiges zusammen. Man merkt einfach, dass wir international wirklich richtig krass viel Aufmerksamkeit bekommen und das ist einfach super, weil das natürlich nicht nur uns irgendwie in Berlin hilft, sondern den Piraten in Deutschland und überall in Europa halt. Also in Berlin ist natürlich das große Thema Transparenz. Wir werden da jetzt mal gucken, ob wir eine Organklage gegen die Wasserverträge einreichen können. Eventuell ist auch möglich, eine enorme Kontrollklage einzureichen. Dann gibt es ja noch den S-Bahn-Tisch, wo es irgendwie auch um die Verträge mit der S-Bahn geht. Da müssen wir auch gucken, dass wir da versuchen, Informationen möglichst an die Öffentlichkeit zu bringen und da auch eben versuchen, ja, dafür zu sorgen, dass die Infrastrukturen sich da verbessern und eben wieder für die Bürger auch eben zuverlässiger fahren und so. Und das kann man natürlich auf andere Bereiche auch ausweiten. Also immer wenn irgendwo Infrastrukturen quasi zerschlagen wurden und dann irgendwie privaten Investoren gegeben wurden, die Verträge nicht öffentlich sind oder so, dann kommen halt die Piraten ins Spiel. Da haben wir auch Verbündete schon im Abgeordnetenhaus, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Und dann werden wir versuchen, da an dem Thema dann eben auch dran zu bleiben und das dann auch möglichst publik zu machen. Die Themen, die sozusagen in meinem Schwerpunktbereich liegen, kann ich jetzt schon sagen, wir müssen ganz genau gucken, wie das jetzt läuft mit dem neuen Polizeipräsidenten, weil der ist in einem Hauruck-Verfahren quasi jetzt irgendwie durchgepeitscht worden, ob das jetzt alles so rechtens war oder nicht. Das wird sich jetzt noch zeigen oder ob man halt sozusagen die Stelle nochmal neu ausschreiben muss. Das ist halt auch wichtig. Wir hatten da verschiedene Kandidaten im Gespräch, einige davon auch eher bürgerrechtsorientiert, andere eher weniger. Dann auch die Geschichte mit der mit der Kennzeichnungspflicht für die Polizeibeamten. Da ist es ja so, dass es als interne Dienstanweisung rausgegangen ist. Die meisten Polizisten tragen es aber noch nicht. Außerdem ist es eben nicht Gesetzeslage, da müsste man eben auch nochmal gucken, ob man es schafft, das irgendwie auch klar in Gesetzesform eben zu kodifizieren. Dann müsste man gucken, dass wir jetzt über die Humanistische Union es vielleicht auch nochmal stärker schaffen, die Idee eines Polizeibeauftragten oder einer unabhängigen Beschwerdestelle auch voranzubringen. Da sind wir bei den Grünen auch, haben wir da auch Verbündete, die das auch wollen. Das sind so Themen im Innen- und Rechtsbereich, die wir eben vorantreiben können. Dann auf jeden Fall im Asylbereich nochmal gucken, dass wir die Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber verbessern können, dass wir schauen können, ob wir noch stärkere Kooperationen mit Brandenburg machen können, zum Beispiel eben um die Residenzpflicht noch weitgehender abzuschaffen, als es bisher schon geschehen ist, also dass die Asylbewerber sich nicht Anträge schreiben müssen, um irgendwie einen Landkreis zu verlassen. Das sind so Punkte, die eben, mit denen ich mich politisch auch in den letzten 1,5 Jahren sehr stark beschäftigt habe und wo wir natürlich jetzt im Parlament ganz neue Hebel irgendwie für haben, die wir da auch in Gang setzen können. So, dass also die Parteien klüngeln und sind ganz gerne geheim, was so sozusagen ihre internen Mechanismen angeht, also ihre Ziele, wo soll es hingehen oder ihre Strategien oder halt eben auch, wer kriegt welche Pöstchen, da gibt es dann auch immer irgendwelche internen Geklüngelrunden, wo man halt nachher gar nicht so wirklich weiß, wie ist das jetzt abgelaufen, wie beim Stichwort Philipp Rösler, der dann FDP-Parteivorsitzender plötzlich war und irgendwer hat den aus dem Hut gezaubert. Und die Basis durfte ihn nur noch absegnen, beziehungsweise die Delegierten sogar durften ihn nur noch absegnen. Aber das richtig fiese Geklüngel mit Geheimverträgen und so, das sind nicht die Parteien, das sind halt wirklich die Sachen, die im Senat passieren. Die sind ein bisschen losgelöst auch von den Parteien. Also der Wovereit, der guckt vielleicht ab und zu mal alle 3, 4 Wochen irgendwie, was passiert denn so irgendwie in der SPD und was passiert so in den Bezirksvorständen. Aber im Grunde genommen, wenn der erstmal gewählt ist, dann ist der auch ziemlich losgelöst von der Partei und er weiß halt auch, dass er, solange er keine Riesenschnitzer sich leistet, eigentlich ihm auch keiner gefährlich werden kann. Mhm. Der schielt da jetzt schon auf die Bundesebene. Ob da jetzt, also ich sehe es eher so momentan, dass in der SPD halt viele Abklopfer sind, die halt dann irgendwie von der Regierung halt irgendwelche Sachen vorgesetzt bekommen und das dann schön absegnen. Weil es soll ja irgendwie alles so ein harmonisches Bild geben und da sind die halt nicht bereit, irgendwie auch mal kritisch zu sein. Und die eigentliche Aufgabe des Parlaments, dass sie nämlich die Regierung überwachen und kontrollieren und kritisch hinterfragen, das sehe ich in der SPD überhaupt nicht. Das habe ich auch in der Linkspartei nicht gesehen, als die
in der Regierung saßen. Und also ich stelle mir gerade vor, wir wären in der Regierung, die Piratenpartei, unsere Abgeordneten würden da richtig kritisch nachfragen, würden richtig sagen, was ist denn da los gewesen, auch in öffentlichen Sitzungen und so. Das wäre nicht harmonisch in dem Sinne, dass wir da irgendwie unkritisch sind oder so. Das würde richtig auch zur Sache gehen. Das wäre auch gut, aber das ist auch die Aufgabe des Parlaments. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich beantworte die jetzt einmal ein bisschen anders. Und zwar ist es ja jetzt schon so, dass wir ganz viele Anrufe und Post und Anfragen und so bekommen von allen möglichen Leuten, die jetzt irgendwie uns offensichtlich auch sehr viel zutrauen. Das ist natürlich irgendwie einerseits positiv, aber andererseits ist es natürlich auch irgendwie, ja, erstmal interessant. Also direkt am Tag 1 nach der Wahl kamen irgendwie zig Briefe an von Leuten, die halt irgendwas von uns wollten. Unabhängig davon, ob wir jetzt in der Regierung sind oder Opposition sind oder wie die Situation gerade ist. Das fand ich schon mal irgendwie sehr spannend, weil irgendwie, wer sich an Tag 1 nach der Wahl meldet, das zeigt natürlich einerseits sehr viel Vertrauen auch, aber andererseits weckt es natürlich bei mir auch Misstrauen. Ja, was ist denn das jetzt? Also, weil er hätte sich auch vorher bei der Partei melden können, ja, irgendwie auch mal sagen können, ich habe da mal Impulse für euch. Das ist dann aber erst passiert, wenn man im Abgeordnetenhaus sitzt, ist natürlich auch ein bisschen komisch. Und da muss man halt unterscheiden. Also es gibt halt irgendwie Organisationen, die sich bei uns melden, und Initiativen und bürgerschaftliche Engagement-Leute. Und dann gibt es natürlich auch einzelne Bürger, die halt irgendwie auch einfach Anfragen haben. Und das kann man natürlich nicht jeden, also wir wollen ja irgendwie ein transparentes Lobbyregister führen, wo wir eben auch eintragen, mit wem wir so in Kontakt stehen, und zum Beispiel, wenn wir irgendwie mit einer NGO zusammen ein Gesetz schreiben, dass es auch klar gekennzeichnet wird. Aber nicht jeder einzelne Bürger ist ein Lobbyvertreter, sondern er vertritt halt zum Teil auch nur sich selber. Das heißt, wir müssen das dann eben auch auftrennen und sagen, hier ist die Bürgersprechstunde, das ist das eine. Und das andere ist dann eben, hier ist die NGO, mit der wir zusammenarbeiten, das ist eben das andere. Und das muss dann auch transparent gekennzeichnet werden. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass wir den Leuten auch klar machen, wenn ihr was von uns wollt, dann geht doch am besten zu unserer Basis und sprecht mal mit denen. Weil das sind eigentlich unsere Chefs und die machen eigentlich die Leitlinien unserer Politik. Also ich bin eigentlich immer versucht, wenn mich irgendwer anruft, zu sagen, haben Sie schon mit unserer Basis gesprochen? Weil das eigentlich für die, also klar, wir sind natürlich jetzt irgendwie auch so ein bisschen Gesicht und Herz der Partei und stehen da auch irgendwie mit unserem Namen jetzt auch für die Partei so ein bisschen, obwohl das ja eigentlich separat sein sollte. Also die Fraktion ist ja nicht die Partei. Aber trotzdem fühle ich mich dann immer versucht, auch irgendwie den Leuten zu sagen, dass sie doch bitte erstmal irgendwie versuchen sollen, das in die Partei einzubringen, weil wir haben viele, viele Leute in Berlin in der Partei, die eben auch gerne sich immer mit neuen Ideen, mit neuen Lösungswegen beschäftigen und das dann gerne auch irgendwie in den internen Meinungsbildungsprozess einbringen. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Und ich als Fraktionär werde jetzt wohl kaum sagen, ja, jetzt habe ich mit Ihnen gesprochen, jetzt habe ich plötzlich meine Meinung 180 Grad geändert. Und jetzt werde ich das so und so abstimmen, sondern das ist natürlich eine Sache, die ich versuche, mit den Leuten in der Partei abzusprechen. Und die Impulse, die ich bekomme von außen, die gebe ich dann halt in die Partei rein. Aber sonst warte ich eigentlich auch immer darauf, dass sozusagen die Partei mir auch Empfehlungen gibt, wie ich mich verhalten soll. So. Aber du schneidest mich da nicht so zusammen wie die bösen Männer vom NDR, oder? Och, vielleicht. Mi, 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 mi. So.